Hi Sina, lass uns doch einfach gleich loslegen. Welche Fragen sollte sich jemand stellen, der noch keine Ahnung hat, was er werden will? Was sind so deine besten Tipps gegen keine Ahnung? Ich würde immer überlegen, was mir besonders viel Spaß macht und dann auch gucken, was sind meine Stärken, meine Schwächen und daraus kann man ganz viel machen. Muss ich nach der Schule denn schon genau wissen, was ich machen will? Es macht natürlich Sinn, einfach sich ein Stück weit vorzubereiten, weil nach der Schule beginnt ja das neue Leben oder der neue Lebensabschnitt. Und da macht es natürlich Sinn, einfach frühzeitig mal ein Beratungsgespräch wahrzunehmen bei uns, um sich ein bisschen begleiten zu lassen und dann wirklich rauszufinden, was einem liegt und was man machen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das einen auch ziemlich unter Druck setzen kann. Und wenn man vielleicht noch nicht ganz bereit für die Arbeitswelt ist, kann man da vielleicht auch auf Alternativen zurückgreifen? Ja, wenn man zum Beispiel noch gar nicht weiß, was man machen möchte oder was einem liegt und man braucht Unterstützung, da bieten wir auch an, zum Beispiel, dass du zu einem Bildungsträger gehen kannst und da machst du dann praktisch verschiedene Praktika, versuchst dich in verschiedenen Bereichen aus und guckst, was dir Spaß macht und dann kannst du dich entscheiden, in welche Richtung du dann nach dieser Zeit gehen möchtest. Was verstehe ich so unter einem Bildungsträger? Das ist praktisch eine Schule für Erwachsene oder für junge Erwachsene, wo man wirklich jeden Tag hingeht. Das kostet natürlich auch was, aber das würde die Agentur für Arbeit dann bezahlen in dem Moment. Und genau, das ist einfach wie so eine Vollzeitschule. Wo ich in alles mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Genau. Dann gibt es ja auch noch sowas wie das freie soziale Jahr oder Work and Travel. Kann man sich darüber auch bei euch beraten lassen? Das kann man auch, genau. Ja, das ist kein Problem. Einfach einen Termin machen, vorbeikommen und dann können wir euch da auch was zu erzählen. Wenn ich mich jetzt in einer Ausbildung befinde, aber die Sehnsucht nach der Welt doch größer ist, habe ich dann die Möglichkeit, auch während der Ausbildung mal ins Ausland zu gehen? Das kann man ganz sicher bei Arbeitgebern machen, die zum Beispiel auch ein Partnerunternehmen im Ausland haben. Also nehmen wir an, dein Arbeitgeber, wo du deine Ausbildung machst, der hat auch eine Stelle in Spanien oder so. Und wenn du sagst, Mensch, ich würde das gerne mal ausprobieren, mal im Ausland, das ist sicherlich möglich. Auch gerade das duale Studium bietet das ja oft an, dass der Arbeitgeber sagt, hey, wir freuen uns, wenn du mal ein halbes Jahr ins Ausland gehst, um da Erfahrung zu sammeln. Also studieren im Ausland eigentlich auch ganz einfach. Es gibt ja auch viele Eltern, die vielleicht schon so besondere Erwartungen haben an die Kinder, was sie mal werden wollen. Also von du musst unbedingt studieren gehen bis hin zu später mal den Familienbetrieb übernehmen. Aber was meinst du, wie sollte man damit so umgehen? Sollte man sich davon vielleicht lösen? Es kann natürlich oft auch ein Konflikt sein, wenn man das gerade so gar nicht machen möchte. Wenn das der Fall ist, dann kommt einfach gern vorbei, also pack deine Eltern ein, komm vorbei und dann reden wir einfach mal gemeinsam drüber. Vielleicht kann man da ja einen gemeinsamen Weg finden oder so, dass beide Seiten halt wirklich zufrieden sind. Und wenn man jetzt gerade nicht so gerne mit den Eltern zu so einem Berufsberatungsgespräch gehen möchte, was würdest du da so empfehlen? Also ein Beratungsgespräch dann, auch wenn du alleine kommst, ist natürlich immer sinnvoll. Und wir würden dann ganz einfach schauen, was spricht denn dafür, was spricht dagegen. Und am Ende ist es dein Lebensweg. Also du musst entscheiden, was für dich das Richtige ist. Also ruhig mir das Ganze mal anhören und am Ende dann schauen, ob es auch mein Weg ist. Genau. Also ich habe auf jeden Fall schon viel mitgenommen von diesem Gespräch. Ich konnte viel lernen. Also vielen Dank für deine Antworten, Sehr Sina. gerne.